Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Es geht weiter in den Höhlen unter der Villa. Und irgendwas ist hier im Gange. Irgendwelche Kultisten sind hier am Werk. Oh, guck mal, das kennen wir aus dem Intro noch, wisst ihr noch? Aber hallo, kennen wir das aus dem Intro, das war sein Traum. Aber das wird immer beunruhigender. Ich sag mal, wenn es jetzt hier wirklich so weit kommt wie zu Beginn. Da wird doch hier was Schreckliches passieren und wir haben nicht mal eine Knarre dabei. Und dort war irgendwas im Wasser, das ist jetzt zum Glück auch nicht mehr da. Boah. Irgend so eine Art Leviathan hat sich da bewegt. Hier ist leider auch kein Lampenöl mehr, wo soll ich das denn jetzt hernehmen? Muss doch was sehen da drin. Oh, bleib unten. Hier ist. Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithnk Hupadk Cthulhu Bithinko. Grant him your mind and accept his, so that his mind. Gehen wir hoch oder bleiben wir hier? Oh, es ist gerade ein bisschen spannend. Es kann sein, dass mich jederzeit jemand sieht. Aber erstmal sehen, ob es hier überhaupt sowas wie einen Rückweg gibt. Bezweifle ich nämlich stark, dass wir jetzt hier rauskommen, hier oben. Wir müssen weiter in die Höhle eindringen. Locked. Klar, es ist locked. Da sind wir runtergefallen. Oje, oje, oje. Wir haben halt echt keine Waffe dabei. Was bist denn du für ein Detektiv? Oder beziehungsweise, was bist denn du für ein Militärmensch? Allerdings sind die so eingenommen von dem, was sie da machen. Und solange das Ritual anhält, werden die uns bestimmt nicht sehen, hoffe ich, oder? Ah. Der eine am Altar könnte uns vielleicht sehen. Wer ist das überhaupt? I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. Ah. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Nein, das soll weiter, das soll ruhig weiter schlafen. Was habt ihr davon, wenn Cthulhu wieder auf die Erde zurückkehrt? Wenn er wieder erwacht, dann ist hier Ende. Dann werden alle sterben. Boah. Boah. Und ihr wisst schon, dass er euch nicht dankbar sein wird dafür, sondern er wird euch alle vernichten. Oha, was ist mit denen hier los? Das ist auf jeden Fall anders als im Traum hier, der Weg. Ja, der Aufzug ist nicht erreichbar. Die tot oder schlafen die? Die atmen zumindest nicht, die Kerle. Dead. This ritual killed him. Where's the sense in that? Es ist kein schlafender Kultist, obwohl es da steht. Schlafender Kultist. Sie liegen auf einem eisigen Stein. Es sieht aus, als wären sie tot, aber ihre Körper verwesen nicht. Befinden sie sich in einer Art Koma?
Eines steht fest, diese Personen wurden einer Behandlung unterzogen, die ihre körperlichen Eigenschaften verändert. Ich bin nicht sicher, ob man sie noch als Menschen bezeichnen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Oh, der hat mich jetzt beinahe gesehen. Oh, je, 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 je. Das war echt knapp, du. Bradley. An intruder! Oh, shit! Oh, der hat Tentakeln! Don't move! Police! Don't move! Oh mein Gott. Knall ihn ab, Mann! I won't hesitate! Bradley, get back! So, get back! You asked for it! Das war wirklich Charles. Er hat sich verwandelt. Oh Gott. Komm, lauf. Oh nein. Oh nein, wir sind hier gefangen. Das war wirklich Charles Hawkins. Oh, wir leben noch. Kacke. Oh. Ja, das bitte mit dem Piepsen mal. Oh. Oh, Bradley, warum bist du mitgekommen? Oh, ein Kultist. Ist nicht schade drum. Ah, oh, verdammt. Au. Au. Das tut ein bisschen weh, glaube ich. Oh, die armen Kultisten, die es erwischt hat. Das ist aber sehr schade. Light. At last. Licht heißt nicht immer Tageslicht. Oh, scheiße. Oh, Mann. Kapitel 5. Riverside Institute. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringlinge zu einem geheimen Treffpunkt eines Kultes in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie lebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte, ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Verstümmelte? Der hat ihn getötet. Egal. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside-Institut gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Wie hat er es da rausgeschafft, bitte? Wer hat ihn da rausgeholt? Also Bradley, wie gesagt, der hatte seine Hand in seinem Bauch, tief drin. Das kann er nicht überlebt haben. Nicht zu der Zeit hier. Also damals hatten die noch bestimmt nicht die medizinischen Voraussetzungen, um das... Na, Alter. No!
Das habe ich gesagt, der mit der Brille ist Dr. Fuller. He's having a seizure. He will survive. Strong such that. Wow. There, he's opening his eyes. He saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Your dad... he killed you! Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Er wird sein Lamentieren mal aufhören. Jetzt, natürlich kommen wir in die Klapse. Es war mir so klar, dass hier irgendwas wieder falsch läuft hier. What happened to me? Where am I? Ich kann das Menü nicht öffnen. Das ist doch nicht menschenwürdig hier. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. Das Pentagramm. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Sich die Augen ausgekratzt. Nein, ich will nicht warten. Was ist das? Setzen Sie jetzt hier unter Drogen? Lach doch nicht so blöd die ganze Zeit, das macht mich echt fertig. Was? Irgendwas ist hier nicht richtig, Leute. Das ist nicht echt. Vielleicht waren wir von vornherein ja in der Klapse und haben uns nur geirrt und wir sehen gar nicht Edward Pierce. Sondern irgendein Insasse... Nein, das will ich nicht wahrhaben. Wir waren auf jeden Fall Privatdetektiv von Anfang an. Oh mein Gott, das ist wieder so typisch für Call of Cthulhu. Bei Dark Corners of the Earth auch so. Da wurde man sich immer unsicherer, was jetzt die Wahrheit ist. Aber verdammt dunkel hier, oder? Ich sehe kaum was. Wahrscheinlich Absicht. Ja, und unser Bein ist verletzt. Genau das ist ja auch passiert, als wir aus der Höhle raus sind. Also wenn, dann ist das hier wahrscheinlich so eine logische Reaktion. Okay, doch nicht. Oh mein Gott. Will ich mal alle aufhören? Bin ja schon ruhig. Der Leviathan. Oh, Kacke.
Ja, schön. Wir sind der Auserwählte, hieß es schon am Anfang im Traum. Also wir sind der... Das Zünglein an der Waage, das alles zum Kippen bringt, vielleicht. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Wer ist sie denn jetzt wieder? Marie Golden? Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Oh, oh, ich habe meine Sturmlaterne wieder und mein Feuerzeug. Sehr schön. Eieieiei. Und ich habe einen Punkt. Oh Gott, ist das hier furchtbar. Oh, 25% in Okkultismus immerhin schon. Was nehmen wir denn? Ermittlungsexperte, Schlösser knacken oder aufspüren. Redegewandtheit fand ich bisher nicht sehr nützlich, sag ich mal. Das Ritual. Oh, unser Verstand ist langsam aber sicher am Kippen. Das Ritual. In den Tunneln unter der Hawkins Villa erlebte Pierce, wie Officer Bradley von einem Mann mit monströser Gestalt ausgeweidet wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als den totgeglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke schafften es aber, ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß immer noch nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhaften Visionen auf den Tod von Bradley. Vielleicht war es aber auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Oder er ist wirklich tot und ist gar nicht mehr der Bradley, der er zu sein scheint. Ach, Kinder. Ja, Charles Hawkins, Räder 41. Oh, sieht ja furchtbar aus. Bald ruft er den Kraken. Charles Hawkins lebt. Trotz der groben, deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem er diesen erkannte. Nachdem dieser ihn erkannte, so. Was ist in der Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie ein Brandopfer in einem solchen Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Und Marie Colden ist Ärztin, 32. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside-Institut. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotene Aktivitäten verwickelt war. Ach. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigenen Untersuchungen vorantreiben könnte. Ach, nicht so scheiße. What does this mean? Du kannst nicht entkommen. Er kommt, um dich zu holen. Aber dieses... was? Die Bilder sind verflucht? Doch, irgendwas ist hier seltsam. Am I in an asylum? Nein. Kommst du darauf? What did they inject him with? What did he write about the painting? Dass die Bilder verflucht sind. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Sarah. Sarah. Why this strange symbol repeated over and over? Ich wünschte, wir wären besser in Okkultismus und überhaupt allem.
Aber sucht man sich ja nicht aus, in der Gummizelle. Also, was kommt? Was ich mir aussuche, ist klar, aber was dann auch wirklich daraus gemacht wird aus den Fähigkeiten. In den Kellern des Riverside-Instituts wurde dasselbe Zeichen mit schwarzer Kreide immer und immer wieder an die Wände einer gepolsterten Zelle der Anstalt gemalt. Es stellt einen fünfzackigen Stern dar, in dessen Mitte sich ein Zweig, ein Ast oder eine Feder befindet. Ja, kann man so sagen. Ein paar geschriebene Zeilen ergänzen die Zeichnungen, scheinen aber keiner Logik zu folgen. Es wird ein Anblick, ein Portal und ein Gemälde erwähnt. Als die Wärter den Patienten aus der Zelle holen wollten, fiel die Patientenakte zu Boden. Darin steht, dass er von Sarah Hawkins besucht wurde. Schon eine Feder. Das ist doch keine Feder. Das ist ein Auge. Ja, ne? Das ist so lustig. Es ist so lustig. Ich hab meine Klamotten wieder, sag bloß. Also war das hier doch die Realität? Ich weiß ja wirklich gar nichts mehr. Hat er selber gesagt, er kann nicht mehr auseinanderhalten, was real ist und was nicht. Oh wow. If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Oh je. Wahrscheinlich echt nicht mehr hier raus. Also, die kommen hier echt nicht mehr raus. Das ist ja genau das, was man sich so vorstellt, oder in Horror-Doktoren damals. Die machen die Menschen verrückt und heilen sie nicht. To see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Ekelhafter. Natürlich will er uns hier halten. Oh, wenn dein Feind... Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Wenn dein Feind deine Anwesenheit bemerkt, siehst du ein weißes Symbol. What? Ah, ich kann mich im Schrank verstecken. Was? Ablenkung sorgen. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure. Oh my god. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ja, und jetzt? Oh Gott, ist das hier riesig! Wie soll ich mich denn hier zurechtfinden? Hawk, I do not stop. If I do not stop, he does not catch me. If he does not catch me, I do not sleep. If I do not sleep, I do not see him. I do not hear him. He does not call me. He does not call me. He calls me. If Get I walk, me out! Stop. If I don't do let stop, me sleep in him. Here! If I catch him, I sleep. What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has strength of oceans. His waves rise and crash, leaving behind them only a trail of white nourishing foam. He is my One, master. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott, die armen Teufel. Not six. Four, five. Das ist ein Wachmann. I bet there's no longer any priests on Darkwater. Ich fand diesen Rosenkranz in einer der Zellen im Keller des Riverside-Instituts. Eine solche Abbildung der Jungfrau habe ich noch nie gesehen. Oh, Fortschritt und Okkultismus. Sehr cool. Diese Blutspuren die ganze Zeit. Oh oh. I'll go take a look. Heißt er. You there! Oh nein!
Game over. Ja, direkt, ne? Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm going to see if there are sleeping pills left. If I walk, I do not stop. If I do not stop, he does not catch me. Get me out! Inside me, I feel it in my head. And in my body, he roars and swells and has strength of oceans. Its waves rise and crash, leaving behind them only a trail of white, nourishing foam. If I sleep, am I dead? Vielleicht einsperren die Typen? Und können die mich hören, wenn ich renne? There's no longer any priests on Darkwater. Just got a few days to go. Yeah, that's it. 4 days at most. No more. Oh, du Penner. I think I got the right date. My calculations are always right. It's the date. It's the date. That's the problem. I don't know what this date is. Haha. Have I activated anything? Wahrscheinlich ja. Da kann ich mich überall verstecken, das ist gut. Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Das war's schon wieder. Oh Mann, ist der doof. Ich meine, wenn irgendwelche Leute aus der Anstalt entlaufen oder hier rumrennen, dann ist das nicht so schlimm, oder was? Ich würde sofort Großalarm auslösen, aber offensichtlich ist ihm das jetzt gerade nicht so wert. Kommt der gerade? Oh Teufel. Ich glaube, die kommen hier nie wieder raus, du. Nie wieder. Ich kann immer noch hoffen, dass es nur der eine hier ist. Ich kann mich nicht verstecken unterm Schreibtisch. Oh. Boah, was? Yeah. Ist das beklemmend gerade? Ugh. Oh, ist das gemein. Oh Mann, bis die Sicht da wieder normal wird. Also offensichtlich fühlt er sich nicht sehr wohl im Schrank. Archive? Ah, sieh mal hier. Good God. What could this machine be used for? Alter. Das ist widerlich. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Laut dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen mit einem in einem Durchsuchtsanfall aus. Ah, das war der in unserer Zelle gegenüber.
What is going on here? Nichts Gutes, Edward. Nichts Gutes geht hier vor sich. The corpse is complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine? Y-Schnitt. Und diese Flüssigkeit, die haben wir unten schon gesehen. Oh, arbeiten die etwa alle hier zusammen? Die Kultistin, der dumme Doktor? This machine seems to consume a great deal of electricity. Worse and worse. What's the connection between this meat and the electrical installation? Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. It's done. Now for the others. Zwei fehlen noch. Nichts. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Kopffüßler, ja, passt ja irgendwie, ne? Sarah Hawkins. She was a patient here. Sarah Hawkins wurde einige Zeit vor ihrem Tod aufgrund ihrer Wahnanfälle in Riverside interniert. Das Feuer in der Villa war nicht ihr erster Versuch. Ja, sie wusste natürlich von dem, was ihr Mann da macht, und deswegen wollte sie ihn aufhalten, vermute ich mal. Ja, logisch, wer will denn, dass sein Mann sowas macht oder seine Frau oder? Self-inflicted wounds? Ein Dokument, das bescheinigt, dass Irene Sanders, die Ehefrau von Francis Sanders, ihren Mann nach Anzeichen schweren Wahnsinns hat einweisen lassen. Okay. Anatomy, Anthropology, nothing surprising. Hm. Die mal so richtig Krach hier machen würden. Würde bestimmt keiner merken, wenn ich mich hier weiter umschaue. Oh, was? You. Yeah, you there. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No! Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Alles klar. Is it the noise that disturbs you? No, it's the nightmares. We all have them here. That's what wakes us up. And afterwards, there's no way to get back to sleep. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Ich hab doch Schlaftabletten vom Anfang dabei gehabt. Sind die jetzt alle weg, oder was? Die sind alle weg, verdammt.
Das ist echt blöd, dass er jetzt da rumsteht die ganze Zeit. Wo sind die anderen alle? Na toll. Es sind nicht nur zwei Männer nach draußen. Das wird mich am meisten wahnsinnig machen, wenn die ganze Zeit da einer rumblökt. Administration. Ich meine, er war mal beim Militär. Du könntest einfach jemanden erwürgen oder halt ohnmächtig würgen. Oh, sieh mal an. Ah, Medizin. Dieser schwere Band ist der erste einer Reihe von drei Bänden und das ist das Hauptnachschlagwerk jedes erfahrenen Mediziners. Er enthält alle jüngsten Forschungen in der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken der großen medizinischen Universitäten gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden, ist ungewöhnlich. Das Bewahrung der Medizin. Scheiße. Oh. Control wheel to mount on a plumbing system. Aha. Haben wir's doch. Oh, ich trau mich ja echt nicht groß, mich zu bewegen. Locked. Na klar, ne? What will happen if I increase the current to the limit? Tja. Wenn die hoffentlich die Sicherung irgendwo durchknallen. Ist dann sowas auf einer irgendwie abgeschiedenen Insel vor Boston? Nee, nicht Boston, was ist das doch? Storage Room, da haben wir es doch. Habe ich Ermittlungen hoch genug? 70. Ja, 70 ist halt schon sehr hoch, aber. Kann eben so gut in die Hose gehen. Wir gucken mal weiter kurz. Wie kann der mich sehen? Oh oh. Das ist doch kein Unsinn. Ganz ehrlich. Probier's. Sehr gut. Perfekt. Viel gespeichert. Lese ich gerne. Keine Fenster. Jetzt, wir können uns hier mal ein bisschen umsehen, wie viele Bandagen hier sind. I'll go take a look. Wie ist das mit den Fenstern? Gar nicht, du Arsch. Noch eins. Boah, willst du mich jetzt verarschen? I'll go take a look. This way. Where do they keep their sleeping pills? Is there anybody around here? Deine Mutter ist hier drin, aber die will ich nicht sehen. Hau ab. Dass ich die nicht irgendwie von hinten drosseln kann, oder? Genickbrechen reicht ja auch für den Anfang. Für Militärfuzzi. Scopolamine, Morphine, Opium.
Nothing but common drugs. Ah, Medizin im 19. Jahrhundert. Das gewaltige Werk des Adligen oder eines Adligen aus einer längeren Linie, einer langen Linie von Ärzten, führte zu dieser Enzyklopädie der Medizin des vergangenen Jahrhunderts. Dieses Werk ist vollständiger als ältere Arbeiten und führt auch im Detail einige Methoden aus Asien und Afrika auf. Sehr gut. Oh, da haben wir es doch. Sleeping Pills. My new friend's sleeping pills. Yeah. Blöder Oldep. Hey. Oh nein. Ach komm schon. Ja genau. Du kommst direkt um die Ecke und gehst dann. Jetzt schaust du dir die Tür, ne? Blöd, Mann. Du Blöder. Ich habe hier meine Ruhe. Arschgeige. Wo geht er denn hin? Wo gehst du hin? Was ist deine Patrouille? Where do they keep their sleeping pills? Scopolamine. Oh. My new friend's sleeping pills. Ja, macht halt einfach mal kacken, reißt die Tür wieder auf, die ich gerade geschlossen habe. Das ist aber frech. Blöd, Mann. Beruhig dich, Edward. Es ist nur ein Schrank. Es ist nur ein Schrank. Der beißt nicht. Den Hammer bitte mitnehmen. Nee. Oh, da steht er ja. Upsala. Toll, was macht er eigentlich? Ist das der Koch hier, oder? Komm. Bin so unauffällig wie ein Mäuschen hier. Trotzdem sieht mich sofort jeder. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Das doch, kann ich ja bestimmt irgendwie abdrehen, hat den Quatsch. Ja, da braucht grünes Gas, Kinder.
Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Z. Allen, Mechaniker. Explosion? Hör ich gerne. Allerdings gefährdet das wahrscheinlich auch die ganzen anderen Leute hier. Now for the next step. Euch. Ach, verdammt. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Ah, wo kriege ich jetzt ein Tool her, um das zu kneifen? This valve controls the pressure. Okay, das mache ich jetzt erstmal nicht. Was nimmt den Druck? Soll ich überall abstellen? Ich glaube, ich stelle es hier erstmal, wenn überhaupt, dann hier an. Aber das ist schon auf Maximum. Huiuiui. Ein Platz bestimmt hier alles, wenn ich das aufdrehe. Bitte lass es klappen. Sehr schön. Perfekt. Bitte, ich weiß schon, warum ich das wähle, das Ermittlungsskill. Ah ja. Oh, komm schon jetzt. Was ist ein bescheuerter Lüftungsschacht? Warum kriegst du hier Panik? Ich verstehe es halt nicht, was das für einen Sinn macht. Der Strom bitte. Theoretically, I've only got one lever to push. Ja. Einer ist übrig. It's locked. Macht nichts. Lass den erstmal ein bisschen für Ablenkung sorgen da vorne. Aber zuerst würde ich sagen, wir machen mal Schluss hier. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. War schön. Und danke fürs Bewerten und Kommentieren. Das wäre sehr cool, wenn ihr mir was da lasst. Wie findet ihr es übrigens, dass es jetzt auf einmal so ein bisschen zum Schleichspiel wird? Lasst es mich wissen und schreibt es mir in die Comments. Wir sehen uns wieder zu Call of Cthulhu beim nächsten Mal. Ciao, ciao.